Die Menschen machen sich Tröstungsillusionen von einem sich entwickelnden und bewahrenden universellen Bewusstsein. Dabei ist vollkommen klar, dass sich nichts bewahrt und ein Bewusstseinsfeld ganz unmöglich existieren kann, ein universales, weil das gesamte Quantenenergiefeld nichts anderes tut, als das Einzige zu bewahren, was es als Einziges bewahren kann. Nämlich alles ständig umzuschreiben, fluktuieren zu lassen, zu überschreiben. Es ist immer nur wie im Verhältnis Phylogenese und Ontogenese der jeweilige ontogenetische Momentanzustand eines elektronischen Feldzustandes, der alles durchzieht und der eben nicht anders kann, als alles auszulöschen. Und das einzige Bewahrende ist eben diese Fluktuation, diese ständige Umformatierung an allen Orten zugleich letztlich. Hier mal ein bisschen höher getriggert oder tiefer angespannt, hier mal dissipativ um ein paar Millisekunden hinausgezögert. Aber ansonsten immer gleich eben flach, hohl, sich selber bleibend, mit in seiner unendlichen Unfestlegbarkeit. Denn würde irgendwo etwas mal stillstehen können und bewahren, irgendwo der absolute Nullpunkt erreicht werden könnte, der Temperatur, dann vielleicht könnte etwas kristallisieren und das gesamte Sein durchädern und es zu einem großen Kristall machen. Aber so muss es weitergehen, bis alle schwarzen Löcher wieder alle schwarzen Löcher aufgefressen haben, um das Ganze dann erst in das Rein-Nichts zurück implodieren zu lassen, weil dann jedes Kontrateilchen seinen adäquaten Widerpart gefunden haben wird im aristotelischen Sinne. Das geht aber nicht durch Bewahrung, sondern nur durch zunehmende Verdichtung in den Umtransformierungsvorgängen, bis dann in Überschwere, bis das sich in Überschwere selber sich wieder vernichtet, wie man das von der Umlebenszyklus der Fixsterne kennt, mit den drei Ausgangsmodalitäten des kleinen Zwergs, des Neutronensterns oder eben des schwarzen Lochs.